Und der Bossschlüssel. Und um den Schlüssel dran zu kommen, brauchen wir noch einen kleinen Dingens. Einen kleinen Schlüssel. Aber wir können zumindest den Boss machen. Der dürfte mit dem Bigoron-Schwert doch auch sich ein kleines bisschen angenehmer sein. Vielleicht kriegen wir ja ironischerweise vom Boss den Schlüssel dann auch hier für den Rest. So. Geradeaus. Okay. Das Wasser muss, glaube ich, auch ganz oben sein dafür. Ja, je weniger Zongs, desto höher die Chance, dass was Gutes kommt. Das denke ich mir auch. Die Chance, dass unsere Items besser werden, steigt von Mal zu Mal. So, eigentlich wollte ich die eine einfangen, aber die wollte nicht. Also passt's. Das hat gut geklappt. Okay. Dann auf zu Aquatentakel, wie auch immer du heißt. Ich habe den Namen vergessen. No. Schade. So guten Schaden gemacht direkt. Ich gebraucht, um den Boss zu verstehen. Das ist nicht einfach in der Ecke stehen und dann verstecken, weil der einen hier nicht treffen kann in der Ecke. Ist das nicht sogar so ein kleiner Safe Spot? Hallo? Treffen? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Geschafft. Easy. Dann können wir den auch streichen. Das ging schnell. Bigoron-Schwert halt. Ich glaube, Phantom Ganon und Volvagia werden auch angenehm schnell. So, was kriegen wir jetzt? Platsch. Vor allem, wir kriegen ja so einen dritten Stein. Einen Kompass. Für den Spirit Temple. Immerhin. Ein Dungeon, den wir noch nicht haben. Und den Sora-Saphir. Nice. So, das da hinten hatten wir ja schon. Das mit Schieß in die aufgehende Sonne. Dann weg hier. Dann gehen wir zurück in die Zitadelle. Jetzt kann ich mal wieder ein paar Sachen erledigen außerhalb von Dungeons. Und gehen erstmal zurück in die Vergangenheit. Weil jetzt kann ich quasi die Ocarina der Zeit-Szene triggern. Guck mal, was ich noch so triggern kann. Dass ich eben die Ocarina der Zeit selbst auch bekomme. Ich kann das mit den Masken noch weitermachen. Jo. Port mich mal eben nach Kakariko und latsch von da aus Richtung Schloss, damit da die Szene mit Ganondorf kommt, theoretisch. Links, rechts, rechts. Ah, links, rechts, unten. Plötzlich läuft das alles hier. Ach ja, und wir können auch das eine Minispiel da mit den Fröschen machen.
Vielleicht mache ich das sogar zuerst eben. Ich muss den einmal, glaube ich, alle normalen Lieder vorspielen, ne? Außer halt die Hymne des Sturms. Irgendwie so. Mal gucken, ob wir da irgendwas Interessantes bekommen. Bin ich schon wieder perfekt gekommen, kurz bevor der Tag anbricht? Ausrüstungsmenübildschirm? Das da? Seid ihr schon wieder toxic im Chat? Der Hintergrund? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das Spiel hat mir einfach irgendeinen Hintergrund hingetan. Das ist ein Bug. Hm? So. Wobei. Ich muss ja eh einmal nur kurz vor das Schloss laufen. Danach laufen wir zu den Soras rüber. Wird's jetzt dunkel, weil... Durch den Tag oder wird es jetzt dunkel, weil Cutscene gleich theoretisch, die wahrscheinlich eh gecuttet ist. Die gecuttete Cutscene. Oh. Wollte gerade sagen, doch nicht gecuttet. So. Gleitstiefel. Zelda hat uns die Gleitstiefel zugeworfen. Geil! Und wir haben noch eine Skulptur statt dem Lied gelernt. Ja, nice. Wait, wo wir gerade hier sind, können wir auch das die Tauschquest dann weitermachen. Ja! Weißt du, anstatt die Ocarina zu werfen, hat sie ihre Stiefel geworfen. Und als sie dann ein bisschen weiter hat, merkt sie so, oh Mist. Ich wollte die Ocarina werfen, jetzt habe ich meine Schuhe zugeworfen. RIP. Ach so, stimmt, ich habe die Hasenohren ja. Ich muss nur den Typen dafür finden. Ja, mit voll... Wisst ihr? Der macht ja meine Geldbörse voll, ne? So voll, wie es geht. Hm. Wo wir gerade hier sind. Ich glaube, in einem der Shops kann ich noch was kaufen. Kann ich wenigstens ein bisschen Geld ausgeben. Hm. Noch mehr Geld. Hier ist nichts Interessantes. Oder hatte ich das jetzt schon gekauft hier in dem Shop? Da. Komm, gib her. Dann haben wir das auch weg. Dann hab ich alle Shops weg auch, ja. Mal noch ein paar Bombschuhe. Sonst noch? Gib mal ein paar Bomben einfach. So ein Deko-Stick nehme ich auch noch. Ein Herz nehme ich auch noch. So. Wow, eine goldene Skulptula! Dann kaufe ich mir nebenan noch zwei rote Elixiere, dann haben wir wenigstens immer genug Heilung. So. Pfeile kaufe ich mir auch noch für den erwachsenen Link. So. Dann wenigstens effektiv mal ein bisschen Geld ausgegeben. So. Also nur noch den Typen dafür finden. Sad life. Ich laufe nicht schneller. Zwei Flaschen. Ne, ich habe drei Flaschen voll mit Ketchup. Jetzt die absolute Masterfrage. Der Ketchup, die Ketchup oder das Ketchup? Ich glaube, das habe ich sicher schon mal irgendwann mal gefragt in einem Stream. Der. Seid doch alle seltsam. Was mir gerade einfällt.
Ach, guck mal, da hinten läuft der. Kann ich hier nicht irgendwo im Nordwesten des Feldes noch eine Höhle finden? Der. Das heißt, ich bin der Einzige, gefühlt, hier in dem ganzen Chat, der sagt die Ketchup. Fragt mich nicht, warum. Ich hab's von klein auf immer die Ketchup gesagt. Du Unmensch. Schade. Nicht gereicht. Help! Lass mich in das Loch. Das war nicht das Richtige. Ich suche irgendwo noch so eine Grotte. Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwo im Nordwesten des Feldes. Ob ich den erwische, weil es gerade dunkel wird? Die Nutella! Das stimmt auch. Vielleicht ist es der Baum hier vorne. Bei dem Baum da. Ja, dann gehen wir da gleich einmal hin. Aber erstmal fange ich den da vorne ab. Warte! Don't run away! Stop it! Mach Pause! Hallo, ist dunkel. Aufhören! Hallo? Hallo? Sollte der nicht stehen bleiben nachts? Ah, geht doch. Moment, so. Ja, hier bitteschön. Autsch. Einmal das und das. Mein Geld ist immer noch nicht voll. Ja, das ist gerade richtig hart. Verdienste einfach. Moment, der hat mir gar nicht voll gemacht. Der gibt einfach 500. Gut, da normalerweise im Originalspiel du auch nur maximal 500 haben kannst, ist natürlich 500 einfach gleich vollmachen. Aber es ist nicht als vollmachen programmiert, sondern... Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Wieso war ich hier noch gar nicht drin? Wieso war ich hier noch gar nicht drin? Egal, haben wir die auch. Und damit auch alle Grotten. Ich dachte, das wäre eine Höhle, wo ich Feuer brauche. Nee, gar nicht. Ich habe die mit einer anderen verwechselt, die bei den Gerudos ist. Die ist die, für die ich Feuer brauche. Aber gut, da kann ich auch als Erwachsener hin. Dann. Nee. Nur noch 14 goldene Schädel. Echt? 86 haben wir schon. Ich sehe schon, komm, wir kriegen die 500 voll. Die 500? Die 100 voll. Nichts, was ich zwingend haben wollte, aber gut. So, dann haben wir das auch. Dann holen wir uns jetzt eben mal die Maske der Wahrheit und können damit zu den Dekus gehen. Bist du auch nachts offen? Nein. So. So. Vielen Dank.
Und plötzlich die anderen Masken da rechts. Sie sehen auch schön aus. Ja. So, mit der Knochenmaske war ich bei den Dekus, ja. Nur mit der Maske der Wahrheit noch leider nicht. Das kommt als nächstes. Wobei, überleg gerade, die Skulltula da bei, in der Nähe von den Gerudos, wo man Feuer braucht, kann ich eigentlich auch als Kind machen. Ich hab ja den Feuer-Inferno. Ja. Meisterbälle können daneben gehen. Theoretisch ja. Der fängt nur zu einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Nicht zu 100%, ne? Ich glaube, es wird zwar nie passieren, dass er mal daneben geht, außer bei einem Pokémon, wo er nicht, was nicht gefangen werden kann. Aber prinzipiell... Ja. So. Also zum Beispiel, dass Knogger im Turm der Ruhenden, das Geisterknogger, das ist zum Beispiel nicht fangbar. Dann einmal da zu den Fröschen. So, müssen wir noch mal einmal kurz die Lieder nochmal angucken. Also, hier haben wir das, aha, oben links rechts, unten rechts links, das ist quasi umgedreht einfach. Rechts und Song of Time. Okay. Okay. So. Ja, nice. Ich kriege ja noch mehr Geld hier. So. Dann das nächste Lied dann. Und das nächste Lied. Erstmal die Frösche springen. Und das nächste. Bevor deine Frosch da unten noch gar nicht gehüpft ist. Diese Bombe da. Nur das steht jetzt hier rum. Na. Okay. Einfach weggeschleudert. So. Und das letzte noch. Den falschen Knopf. So. Du bist. Ah. Du bist links. Das wird ein Spaß jetzt. Wie wenig Zeit habe ich denn bitte?
war der falsche Knopf. Stumpfes auswendig lernen. Ja, aber so viele Noten. Meine Güte. Okay. Ich gehe da mal weiter. Wir können ja zumindest von hier aus direkt in die verlorene Wälder gehen, um da das mit den Dekus noch zu machen. Normal wäre es ein Herzteil gewesen, ja. So. Und weg hier. Leider ist hier nichts normal. So. War das hier? Ja. Dann nehmen wir uns nochmal unsere schönste Maske, die wir haben. Und gehen mal mit ein paar Dekus plaudern. Und lassen uns für hässlich befinden oder so. Okay. Da. Einfach perfekt dran vorbeigelaufen, gefühlt 30 Mal. So. I am beautiful. Tell it to me. Abracadabra, Alakazam! Du mich auch. Ich geh da mal wieder. Okay. Wo haben wir jetzt noch was? Kakariko, back. Im Grab. Kann ich noch Fackeln anzünden? Schade, aber vielleicht schaffe ich es direkt darunter zu fallen. Da oben. Kann man die anders als mit ins Feuer entfernen überhaupt entfachen? Nicht, dass ich... Kann man jetzt als Erwachsener hier? Ich weiß es nicht. Das haben wir soweit. Die Epona Minigames hätte ich halt noch. Die eine Grotte da, da... Dann porten wir uns erstmal wieder zurück.
Okay, wenn man als Erwachsener hin kann, kann man es natürlich auch mit Feuerpfeilen machen, ja. Dann einmal zurückporten. Und wir gehen als Erwachsener eben zu den Gerudos. Oder in die Nähe dahin, um da was zu holen. Und wir gehen einmal zu diesem Ding da in der Wüste. Jo. Irgendwas davon wird ja schon irgendwie wichtig sein. Ansonsten mit Epona da auch noch Stuff machen. Gerudos Wüste. Kann ich Epona eigentlich schon rufen? Ich könnte übrigens bei den Gerudos jetzt auch nochmal mit den Gleitstiefeln den Rest da drin holen. An der einen Seite. Aber wie gesagt, kann ich Epona eigentlich rufen, ohne jetzt auf der Farm gewesen zu sein und sie quasi in Anführungsstrichen freizuschalten? Oder muss ich dann dieses Rennen von diesem Typen dann trotzdem noch machen? Und flüchten? Einfach mal ausprobieren. Okay, dann schauen wir mal. Also kann man anscheinend einstellen. Dann würde ich sagen... Epona? Kein Epona. Also müssen wir erst frei kriegen. Mit dem Gleitschiffel könnte ich zu Volvagia. Das ist wahr, ja. Oder ich war zu nah am Schloss dran. Epona now? Nein. Dann gehen wir Epona eben erstmal befreien. Hab ja genug Geld, um sein Spielchen da zu spielen.